Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir gleich zwei sehr große Sammelquests angenommen oder angefangen. Einmal die Hasenquest und auch die Stempelquest, die werden beide noch bestimmt sehr, sehr lange dauern. Und dann sind wir auch hier im Anuki-Dorf angekommen. Wir kennen die Anuki ja schon aus Phantom Hourglass. Das sah komisch aus. Okay. Mit dem Dorfältesten haben wir aber noch nicht geredet, der ist hier. Und das wollen wir jetzt mal kurz nachholen. So, hi. Wenn du nach dem Chef dieses Dorfs suchst, bist du hier richtig. Oder suchst du ihn gar nicht? Du bist's. Oh, oh, Kleiner, du bist auf Zack. Aber sprechen wir von etwas Wichtigerem. Warum bist du hier? Zum Schneeschrein willst du. Ohne Schienen? Das wird nichts. Aber ernsthaft, als die Schienen verschwunden sind, waren wir schockiert. Wie sollen wir denn ohne Schienen zum Schrein, frage ich dich. Und als würde das nicht reichen, tauchen hier auch noch Monster auf. Du musst uns helfen. Ich bitte dich. Wir helfen gerne. Tut mir leid, wir Anuki können sehr temperamentvoll sein. Ich teile gerade Teams ein, die durch das Dorf patrouillieren sollen. Ich habe dabei an zwei Anuki pro Team gedacht. Hast du verstanden, was ich dir erklärt habe? Ja, zwei Anuki pro Team? Also habe ich eigentlich keine Zeit, mit dir über den Schrein zu reden. Aber vielleicht kannst du mir beim Einteilen von den Teams helfen. Was denkst du? Achso, okay. Das ist doch ein bisschen ähnlich wie in Phantom Hourglass. Da musste man ja den Lügner finden. Hier muss ich jetzt Teams finden, weil es gibt Anuki, die mögen sich und andere mögen sich nicht. Und ich muss so Teams finden, dass sich alle mögen. Wahrscheinlich. Du siehst auf jeden Fall schon mal aus wie jemand, der sowas kann. Diese Aufgabe kann selbst gestandene Anuki zum Heulen bringen. Die Leute hier sind allesamt etwas eigen. Sie in Zweierteams einzuteilen ist fast unmöglich. Hör dir an, was die Dorfbewohner erzählen. Komm dann zu mir und sag mir, wie ich sie am besten einteilen sollte. Okay, verstanden, ja. Mit mir leben hier insgesamt 6 Anuki. Du musst uns in 3 Teams aufteilen. Ich komme mit jedem aus, aber die anderen haben alle so ihre Macken. Okay, und einer bleibt übrig, oder wie? Hör ihn gut zu und mach dir Notizen, wer zu wem passen. Oder, man hat jetzt gesagt, 6? Ah, nee, sechs mit ihm hat er, glaube ich, gesagt, ne? Also, passt schon dann. Ja, genau, wird er auch auf der Karte markiert. Okay. Also, der Dorfälteste kommt mit jedem aus. Wir sollten mit den Leuten hier reden, das hilft uns sicher weiter. Mhm, das ist richtig. Hier ist noch der Riss. Stimmt, genau, ich sollte mir den eigentlich, auf der Karte markieren. Ich muss da häufiger dran denken. Ich denke da nie dran. Aber ich muss da häufiger dran denken. B für Bombe. Ich hätte auch ein R machen können für Riss. Aber ich mache B für Bombe. Aber ich muss da wirklich häufiger dran denken. Gut, aber dann reden wir gleich mal mit den Anuki. Und mal gucken, mit wem die alles zusammen sein wollen. Ich meine, die haben ja sogar verschiedene Farben. Vielleicht gibt es schon einfach... Vielleicht will einfach jeder mit derselben Farbe zusammen sein. Dann wäre es sehr einfach. Mein Name ist Vipart. So, du sollst also die Teams einteilen. Das klingt nach Spaß. Also ich mag niemanden, der so ein tolles Geweih wie ich hat. Oh Gott, das kann ich ja kaum erkennen sogar. Okay. Mein Geweih ist einzigartig auf dieser Welt. Naja, vielleicht nur in diesem Dorf. Dann noch viel Spaß beim Einteilen. Okay, warte mal, ich kann mal kurz wechseln. Okay, also hier... wie markiere ich mir denn das jetzt am besten? Ich mache vielleicht Linien zwischen denen, die Teams sein könnten. Also der Kollege hier. Oder soll ich sogar Linien machen zwischen denen, die nicht Teams sein können? Ich mache zwischen denen, die welche sein können. Also, oder genau, ich mache es in diese Richtung. Der hat nämlich ein kleineres Geweih. Und der hier auch. Und der, einfach mal. Es ist doch wieder andersrum so. Genau, ich will so lassen. Und der Dorfälteste hat auch ein kleineres. Genau. Also, wenn ich einen Pfeil. Ich muss das B eigentlich fast wieder wegmachen, weil das wird sehr unübersichtlich, aber das passt schon. Wenn ich einen Pfeil in die Richtung mache. Von A nach B, heißt es, dass Person A mit Person B auskommen würde. Andersrum muss es ja nicht sein. Es kann ja sein, dass einer von den dreien, die ich jetzt markiert habe, also der Dorfälteste nicht, aber einer von den anderen beiden nicht mit dem Typen auskommt. Und dass ich doch wieder dann wegmachen muss. Aber wenn ich halt es schaffen kann, eine Linie zu machen, wo an beiden Enden Pfeile sind, dann weiß ich, dass die auf jeden Fall ein Team bilden könnten und dass beide damit zufrieden wären. Ich bin Norman. Nein, Norman, nicht normal. Du sollst also die Teams einteilen. Hast du nichts Besseres zu tun? Hey, ich meine, das ist ja sehr nett von dir, ja. Ich jedenfalls verabscheue Bärte. Wenn du jemanden mit Bart siehst, schick ihn bloß nicht zu mir. Okay, du magst keine Bärte. Ja, jetzt kann ich das da oben kaum mehr erkennen, Mann. Meine Taktik hat ihre Schwächen. Aber der hatte einen Bart, ja. Okay. Du willst also auch nicht mit dem Dorfältesten zusammen sein. Also mit dem hier. Oder mit... dem da. Ich werde am Ende nichts mehr erkennen können. Ich kann jetzt schon kaum mehr was erkennen. Ja. Okay. So.
dann weiter. Aber ich finde das trotzdem sehr cool. So, solche Rätselarten mag ich wirklich immer sehr gerne. Ich nehme erstmal den hier vor. Der hat schon zwei mögliche Kandidaten, mit denen er ein Team bilden könnte. Du bist für die Einteilung zuständig, hat man mir erzählt. Soll ich dir helfen? Nee. Na, du machst das schon. Freiwillige braucht unser Dorf, sage ich immer. Also, ich bin jedenfalls Ungwei. Er hilft mir einfach doch. Ungwei ohne Geweih, sage ich immer. Ich mag nicht in ein Team mit jemandem, den ich nicht leiden kann. Und was ich ganz besonders nicht leiden kann, ist die Farbe Gelb. Der ist also rassistisch oder so. Auf die Kleidung. Diese Farbe beleidigt meine Sinne und geht höchstens für Bananen. Ja, ist okay. So, nicht gelb. Das heißt, du könntest... Ja, das ist jetzt... Okay, ich mach's mal trotzdem. Du könntest mit dem Dorfältesten. Und halt mit den anderen beiden da. Also das wären schon mal auf jeden Fall mögliche Teams. Okay. So, aber dann noch die Gelben. Kurz befragen. Und dann werde ich das hoffentlich gleich schon hinkriegen, dass ich aus diesem Gewusel da rechts oben irgendwie herausfiltere, wo jetzt die Teams sind. Wir stellen Teams gegen die Monster zusammen. Ich bin bereit. Wer ich bin? Agent Gelb. Das ist nur ein Codename für die Monsterjagd. In Wirklichkeit heiße ich Bartholomäus. Und prächtige Geweihe mag ich überhaupt nicht. Die stören bei der Monsterjagd. Halte es schlicht, das ist das Beste. Okay. Du magst schlichte Geweihe, wie auch dein eigenes. Sprich, du könntest mit dem Dorfältesten. Oder auch mit dem... Okay, den lasse ich jetzt mal weg, den Pfeil. Er könnte mit dem Typen von gerade eben, ich habe mir den Namen überhaupt nicht gemerkt, mit dem unteren in der Mitte halt, mit dem blauen, könnte er, also würde er ein Team bilden wollen, war andersrum nicht. Weil der andere will ja nicht mit jemandem gelben zusammen sein, deswegen lasse ich den Pfeil einfach gleich weg, weil ich ja schon weiß, dass das eh nichts wird zwischen denen. Okay. Genau, das heißt eigentlich, dass Bartholomäus mit dem Dorfältesten zusammengehen muss. Ja. Es geht schon gar nicht anders, weil der einzige Pfeil, der überhaupt, ja obwohl, ja doch, das muss es sein, genau. Weil er schließt ja alle mit einem prächtigen Geweih aus, da bleiben dann eh nur noch zwei übrig. Und der untere geht nicht, weil der macht ja keine gelben, also muss es der Dorfälteste sein. Also steht dieses Paar schon fest. Das heißt, dass ich eigentlich alle anderen Pfeile, die zu ihm hingehen, wegmachen könnte. Mach ich jetzt aber nicht, weil wenn ich da jetzt auch noch was rausradieren muss, dann wird es noch unübersichtlicher. Aber ein Team habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Okay, gut. So, dann der letzte. Und dann dürfte ich es hoffentlich gleich herausgefunden haben. Ah, wenn du nicht der kleine Helfer des Bürgermeisters bist. Du solltest beim Einteilen darauf achten, nur Freunde in ein Team zu stecken. Ich bin Gelbweih. Ich kann dir sagen, blaue Klamotten und dazu nur ein halbes Geweih. Igitt. Das hat keinen Stil. Denk dran, wenn du mich einteilst. Blau... Moment nochmal, blau und ein halbes Geweih magst du nicht. Nochmal. Und dazu. Also du würdest mit jemandem blauen zusammengehen und auch mit jemandem mit einem halben Geweih, aber nicht beides auf einmal. Also du schließt nur die untere Person aus. Sehe ich das richtig? Okay. Okay, ich meine, der einzige Pfeil, der überhaupt zu dem Typen hingegangen ist, ist ja von dem Anuki rechts unten. Die anderen mochten mit dem gar nicht zusammen sein. Ja. Und deswegen muss das halt das nächste Team sein. Also, ich mach mal hier Quadrat und Quadrat, Kreis und Kreis. Und genau, die beiden habe ich ja schon raus, Dreieck und Dreieck. Die beiden habe ich ja schon rausgefunden, könnten auch ein Team bilden. Passt also. Ja. Dann habe ich jetzt die Teams gefunden. Etwas chaotisch, aber meine Methode hat funktioniert. Passt also. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mit den Namen das machen muss, weil ich habe mir die Namen überhaupt nicht gemerkt. Ich hoffe einfach, dass ich das bildlich zeigen darf. Oder hätte ich mir doch die Namen merken müssen? Komm, ich probiere es mal. Lass mal sehen. Okay, sehr gut. Ich darf es so machen. Nochmal kurz gucken. Ihr zwei. Ihr zwei und ihr zwei. Genau. Wie, was? Das ist es. Ich meine, das passt zu dem, was ich mir überlegt hatte. Mhm. Ich wollte es nur noch mal überprüft haben. Ja, genau. Und Geld. Yay. Dankeschön. Was bist du denn jetzt noch hier? Ja, ah ja, das hatte ich ja vor lauter Freude fast vergessen. Du wolltest ja zum Schneeschrein. Ich habe versprochen, dir zu sagen, wie du Turbin findest. Der Schneeschrein ist gar nicht weit weg von hier. Ja, da kommt man mit Schienen schon hin. Aber ohne Schienen, doch, das sind doch noch Schienen, oder nicht? Aber es gibt da diesen alten Tunnel. Wir nehmen den nicht mehr, da haust seit Jahren nämlich ein Riesenmonster.
Wir Anuki sind keine Kämpfer, deswegen halten wir uns da fern. Es ist gefährlich, aber der einzige Weg zum Schrein. Der Eingang zum Tunnel ist hier, okay, aber sei bloß vorsichtig. Wenn dir etwas passieren würde, dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich dir das verraten habe. Okay, kriegen wir schon hin. Also es führen schon Schienen hin, aber halt durch diesen gefährlichen Tunnel da mit dem Monster. Aber ich mach mal noch ganz kurz zurück wieder weg, dass ich das B, weil das B kann ich da jetzt kaum mehr rauslesen. Deswegen kurz alles weg. Ja, ganz viele eklige Striche noch übrig oder Punkte. So, alle weg, okay. So, hier oben war es, glaube ich, B. Okay, passt. Gut. Ja, dann werden wir wahrscheinlich Turbin heute sogar nicht mehr erreichen, wenn ich das Monster auch noch bekämpfen muss, wenn noch ein Bosskampf kommt. Dann beim nächsten Mal eventuell erst. Aber habe ich gar nicht so viel dagegen, weil, okay, sorry, jetzt wissen wir, wie es geht. Das hat ganz schön Nerven und Gehirnschmalz gekostet. Ging so. Los, jetzt fahren wir zu Turbin. Ja. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir ihn eben heute erreichen. Aber finde ich okay, dann muss ich erst im nächsten Part wieder ins Gamepad reinpusten. Dann habe ich vielleicht mal heute wieder einen Part, wo ich überhaupt nicht pusten muss. Das wäre ja auch ganz schön. So, dann hier hin. Ja. Dum, dum. Und direkt was Böses, oder wie? Zu Beginn? Nee, erstmal nicht, okay. Aber trotzdem wieder die Augen offen halten. Ich muss mir auch merken, ich hätte sogar eigentlich... Ja, nee, warte mal, ich mach das mal kurz. Verdammt. Ich kehre auch wieder um. Ich will eigentlich nochmal den anderen Weg außenrum fahren. Weil ich habe ja gelernt, dass ich wirklich überall einmal entlang fahren sollte. Damit ich halt noch Hasen und sowas auch finden kann. Deswegen, ich will das jetzt noch kurz machen. So, halt. Okay, deswegen nochmal kurz hingehen. Und nochmal. So. Das werde ich aber, glaube ich, schneiden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da bei dem Umweg quasi irgendwas ist, weil das wäre ein ganz gutes Versteck für einen Hasen oder sowas. Weil da fährt man ja ansonsten eigentlich nicht entlang. Also später vielleicht noch, weil halt hier dann noch weitere Schienen auftauchen, wo es dann klug wäre, wenn ich hier entlang fahre. Aber es wirkt bisher nicht so, als wäre es sinnvoll, darum zu fahren. Aber ich will es kurz machen und gucken, ob da irgendwas Besonderes ist. Und wenn da was Besonderes ist, dann werde ich es euch zeigen. Okay, aber da war doch tatsächlich gar nichts. Bisschen schade, weil da hätte ich eigentlich schon einen Hasen erwartet, muss ich zugeben. Weil das wäre eigentlich ein gutes Versteck dafür, finde ich. Aber anscheinend nicht. Naja. Dann fahren wir halt hier in den Tunnel rein. Und gucken mal, was uns da erwartet. Vor allem, was das für ein Riesenmonster... War es das da oben schon? Für ein Riesenmonster ist? Ja, das war's schon. Oh Gott, jetzt kommt ein Zugbosskampf, um Gottes Willen. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass sowas auch noch kommt. Weil es gab ja auch Schiffsbosskämpfe in Phantom Hourglass. Also, wo ist er jetzt? Okay, immer noch hinter mir. Aber das ist jetzt bisher noch machbar. Einfach ins Auge reinzutippen. Oft genug, wenn ich es nicht oft genug schaffen würde, dann würde er halt wahrscheinlich zu nahe kommen und könnte mir Schaden machen. Aber arg viel kann der bisher jetzt ehrlich gesagt nicht. Auch mal tut. Kurz zwischendurch, um ihn zu erschrecken. Ja, jetzt wird schon schwieriger. Okay, ich hätte meine große Klappe halten sollen. Aber ich muss ja leider auch wieder aufs Gamepad gucken. Komm, ich treffe doch. What? Ich hab doch getroffen. Sterbe ich einfach doch noch hier. Okay, sehr gut. Ich glaube, 6-mal muss ich treffen. Ja, vielleicht nicht immer, aber jetzt habe ich ihn 6-mal treffen müssen, dass er verschwindet. Ja, was hätte ich jetzt da eigentlich machen sollen? Ich sterb. Ich sterb hier einfach. Ja, ich will auch raus. Kannst bitte beendet sein gleich? Knapp. Aber war jetzt halt trotzdem leider nicht der spannendste Bosskampf, den ich je erlebt habe. Weil ich halt nur einfach an einen Punkt immer, also an einen beweglichen Punkt, aber dennoch nur an einen Punkt hintippen musste. Da habe ich schon Spannenderes erlebt. Aber na gut. Hat er funktioniert. Zum Glück bisher noch immer ohne Game Over in dem Spiel. Aber ich glaube, arg lang werde ich nicht mehr durchhalten. Was war das? Ein Käfer? War das ein Käfer? Hier ist es zu gefährlich, Link. Hier gehen wir nicht mehr hin. Ja, nie mehr.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt dann gleich mehr Schienen bekommen, dann könnten wir vielleicht wirklich einen anderen Weg einschlagen und müssen nicht mehr durch die Höhle hindurch. Aber mal schauen. So, da steht ein einsames Häuschen, wo ich da mal reingehen kann. Links oben ist dann wahrscheinlich der Schrein. Okay, ein Shop einfach nur, oder? Ja. Aber der hat einen Herzcontainer. Ja, aber wahrscheinlich kostet der 5 Millionen Rubine 2000. Okay, dennoch sehr teuer, habe ich leider nicht. Merke ich mir aber, dass ich hier nochmal hin zurückgehen sollte, wenn ich sehr viel Geld habe. Weil Herzcontainer ist natürlich etwas Schönes, was ich gerne haben will, ganz klar. So, und wenn jetzt auf der Insel nicht arg viel anderes mehr ist, dann könnten wir sogar doch noch den nächsten Schrein oder halt das nächste Lied lernen. Yay. Ich freue mich. Naja, geht so. So, Stempel aber erstmal. Komme ich da hin? Ja, komme ich hin. So. Stempel. Ist wieder ein neuer Tag, wo ich das heute aufnehme. Heute ist der 18. September. Für mich zumindest. Ja. Aber irgendwie, das Datum... Hat das Datum gestimmt? Nee, ist immer noch... Hä? Immer noch 13.09. Hä, es ist heute ein neuer Tag. Es ist eine Woche später oder so ungefähr, seit ich den letzten Part aufgenommen habe. Ich verstehe das Datum nicht ganz. Aber okay, dann ist halt immer noch der 13.09. Eigentlich zwar nicht, aber na gut. Na, habe ich irgendwie von der Wii U das ausgestellt, dass sich das Datum und die Uhrzeit aktualisiert überhaupt? Nee, das kann ja nicht sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal. Da komm, jetzt stirb. Zack. Ich will noch kurz, bevor ich dann gleich zu Tobin gehe. Link. Will ich noch kurz gucken, ob hier noch... Na komm jetzt, blödes Ding. So, zack. Ob hier noch irgendwas anderes ist. Weil ich kann hier zumindest noch oben rumlaufen. Und ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das ist nur der eigentliche Weg, der mich dann zu Tobin hinführen wird. Ja, jetzt muss ich doch noch... Nee, ich habe keinen Bock, den zu besiegen. Dann puste ich jetzt nicht. Scheiße. Okay. Moment. Ich muss das Gamepad wieder kurz aber abstecken, weil das hängt immer am Kabel. Ist halt auch mal doof. Weil, wenn es am Kabel hängt, kann ich nicht pusten währenddessen, weil das Kabel dann ansonsten überall durch die Gegend fliegt. Aber das Video-Gamepad hält halt nicht so mega lange, leider. Ja, danke. So. Zack. Und der auch noch. Das war knapp. Und zack. Okay, gut. Dann gleich weiter. Und noch einer natürlich. Hallo. Man, jetzt hat sie wieder gar nicht funktioniert, hey. Ach, das Mikro ist so toll von der Wii U. Oder, ich meine, von der Wii U ist es ja nicht unbedingt das Problem, aber halt hier, dieses Spiel, DS-Spiele auf der Wii U, da funktioniert halt das Mikro aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht warum, ist richtig dumm, aber ist anscheinend so, kein Fall. Ach, erst noch ein Rätsel, okay. Oder wie? Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten auch so war, dass wir dann Rätsel erst noch vorher lösen mussten, aber habe ich nichts dagegen. Geh vor Ablauf der Zeit durch die Tür, ohne gesehen zu werden. Okay, interessant. Ich sollte mir markieren, in welche Richtung die gucken. Also der hier, nach rechts, der habe ich schon gesehen, diagonal. Der hier auch diagonal. Hier. Ich kann auf jeden Fall erstmal hier entlang laufen. Wenn ich den Schalter drücke, dann geht das Zeitlimit los, oder wie? Ich glaube, das geht jetzt noch gar nicht los, die Prüfung, und ich darf jetzt noch gesehen werden. Genau, ja. Also ich kann mir erstmal das angucken und mir vorher schon eine Route überlegen. Dann mache ich das erstmal. Rechts oben und rechts unten. So. Okay. Der hier nach links und der hier nach links. Okay, der links oben, der ist ziemlich egal. Der schaut nur in die Ecke. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie der Weg ungefähr verläuft. Nee, okay, doch nicht. Also, doch, ich weiß es schon, aber ich dachte, es wäre noch komplizierter. Wenn es nämlich der Kollege hier nach links geschaut hätte, dann wäre es ein bisschen schwieriger noch. Weil dann hätte ich dann nochmal irgendwie außenrum gehen müssen. Ja, obwohl, doch, genau, ich muss sogar eh außenrum gehen. Okay, passt, ja. Ich hab's verstanden. Ist doch ein bisschen komplizierter, der Weg. Aber ist ganz cool. Also, ich will... So entlang laufen.
Ja. Dürfte passen. So, los geht's. Okay. Sehr schön. Kein Problem. Wunderbar. So, jetzt sind wir da. Aber dann würde ich jetzt der Spannung wegen doch erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Beim nächsten Mal darf ich ein weiteres Liedchen spielen. Yay! Im richtigen Takt und alles. Mit dem wunderschönen Video-Gamepad und dem Mikro, was wunderbar funktioniert. Aber mit meiner neuen Methode, wo ich das Gamepad auf den Kopf drehe und ich auf meine Aufnahme gucke, klappt es ja halbwegs zumindest. Und deswegen hoffe ich, dass ich das ein bisschen schneller schaffe als beim ersten Mal. Auch wenn das Lied wahrscheinlich komplizierter sein wird. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie funktionieren wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.